Ich komme! Geh mir aus der Sonne, Mann, steh mir nicht im Weg. Quatsch mich nicht von hinten an, ich weiß selber, wie es geht. Geh mir aus der Sonne, Mann, halte mich nicht auf, wenn ich sage, ich bin dran. Und ich bin verdammt gut drauf. Geh mir aus der Sonne, Mann, steh mir nicht im Weg. Quatsch mich nicht von hinten an, ich weiß selber, wie es geht. Geh mir aus der Sonne, Mann, halte mich nicht auf, wenn ich sage, ich bin dran. Und ich bin verdammt gut drauf. Ja? Mu? Wow! Der Esel kann Fremdsprachen. Bindi? Oder ich? Ich habe mich schon an den Birnensaft gegessen. Das sind unsere Äpfel. Die darfst du stehlen. Ihre Äpfel? Ich habe keinen Hunger mehr. Aber dass Sie mir erlauben, Ihre Äpfel zu klauen, finde ich super. Vielleicht beim nächsten Mal. Ciao. Schatz. Schluss mit dem Kompott. Jetzt brauche ich was zu essen. Können Sie mir sagen, wo hier der nächste Bäckerladen ist? Ich gebe keine Auskunft. Ob Sie es mir sagen oder zeigen, ist mir egal. Hauptsache, mein Magen kriegt bald was zu futtern. Nun, kleines Fräulein. Das sollte sich meine Brille zulegen. Gibt's bei Ihnen noch Brot? Oder gelbes? Das Brot hole ich mir später ab.
Aber könnten Sie mir in der Zwischenzeit ein Geschäft empfehlen, in dem es Tinte gibt? Natürlich nicht. Auf keinen Fall. Dort um die Ecke über den Hof. Danke. Tinte, Brot. Brot, Tinte. Oh! Bitte für die schönen Tintenfläschchen. Macht nicht, zwei Könige. Also ich möchte auch gern nicht für Brits. Also ich möchte gern für Tintenkleckschen. Sicher falsch, was? Finden wir ihn falsch? Die ist ja echt. Na, das will ich hoffen, dass die echt ist. Das ist aber erlaubt. Na prima, dann kann ich ja endlich bezahlen. Behalten Sie's. Es ist erlaubt. Hey, was soll das? Leg dich ruhig auf. Hier ist nichts in Ordnung. Na, was merke ich? Erst schickt der Blödmann mich in den falschen Laden und er klaut mir auch mein Geld. Und hier unten muss zum Psychiater. Der tickt nämlich nicht richtig. Oder soll ich sagen, der miaut noch nicht richtig. Schweig ruhig weiter. Du wirst mich nicht kennenlernen. Jetzt ist der tatsächlich mit meinem Geld abgehauen. Was ist jetzt mit meinem Brett? Du bleibst jetzt hier, aber langsam. Können Sie mir vielleicht sagen, wo ich heute Nacht schlafen kann? Ich hab doch ganz höflich gefragt. Sag mal, sind denn hier alle bekloppt? Komm mit! Aber verdammt eilig. Aus wie eine alte Mühle. Das ist eine alte Mühle. Hier hat mein Vater schon Korn gemahlen. Aber Mäuse gibt's hier sicher nicht. Ich kann das auch schon bald nicht mehr hören. Und dabei habe ich schon 100-mal versucht, Ihnen das Miauen wieder beizubringen. Miau! 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 Wir üben weiter. Setz dich doch, mein Junge. Schön, dass du da bist. Wieso? Haben Sie gewusst, dass ich komme? Danke. Das war schon lange kein Fremder mehr auf unserer Insel. Das merkt man. So?
hier ist alles ziemlich komisch. Wie komisch? Na, entweder sind hier alle bekloppt. Oh, Verzeihung, fast alle. Oder sie machen es mit Absicht. Was machen sie mit Absicht? Na, schwindeln, spinnen, sich blöd stellen. Du hast aber schnell eine fertige Meinung. Na, das alles, das ist doch nicht normal. Dann schau mal genauer hin. Melde ungehorsamster Hauptmann, es gibt keine Vorkommnisse. Keine Vorkommnisse. Kein Vorfall in der Stadt. Ein Junge, ein Mädchen, ein bekanntes Mädchen läuft durch die Straßen und redet mit niemandem. Es wohnt nicht bei Tante Martha und will nicht mit falschem Geld bezahlen. Ich verstehe überhaupt nichts. Du sprichst wie in einem Topf. Wehe, wenn du so weitermachst. Kein Vorkommnis. Aha, kein Vorkommnis. Mädchen gleich Junge. Bekannt. Fremd. Ein Bekannter? Nein, nein, nein. Ein fremder Junge wohnt. Was? Falschgeld. Gold. 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 Der Klabautermann. Da hat noch jemand Gold. Der König? Der König ist nicht da. Dicker, was bringst du für Neuigkeiten? Ist unser Volk brav? Ein bisschen mehr Respekt, Herr Minister, wenn ich bitten darf. Es läuft ein fremdes Meer. Was meckerst du so, Fressack? Es läuft ein fremder Junge durch die Straßen. Wie das? Ein fremder Junge? Und er hält sich nicht an die Amtssprache. Du meinst, er lügt nicht? Er lügt nicht. Und er wohnt bei der Katzenmutter. Bei Tante Martha. Die aber bitte Katzen das Miauen übt. Was die mit ihren Viechern übt, ist mir egal. Aber jetzt sind schon zwei, die sich nicht an die Amtssprache halten. Das ist einer zu viel. Der Junge hat Gold. Gold? Gold? Gold. Den kaufen wir uns. Du behältst den Jungen im Auge, Tag und Nacht. Gefällt mir. Na echt, du. Besonders die Farben. Sind das Sonnenblumen, ne? Ich mag gelb. Violett. Wenn du Gemüse nicht leiden kannst, na und? Gemüse? Aber das sind Sonnenblumen. Und sie sind gelb. Und weil wir gerade dabei sind, auch dein Tuch gefällt mir. Das ist doch auch gelb. Oder? Ich kenne dich. Du kennst mich? Woher denn? Ich weiß, wer du bist. Ah, verstehe. Ich bin dir also schon aufgefallen. Naja, ich sehe auch ganz gut aus. Vielleicht ein bisschen besser als die anderen. Du bist ja gar nicht eingebildet. Also nochmal von vorn. Du bist das hässlichste Mädchen, was mir je über den Weg gelaufen ist. Und dein Tuch finde ich zum Kotzen. Du Blödmann, du! Meinst du das im Ernst? Hau bloß ab! Ich will dich nie mehr sehen! Was ist denn jetzt los? Ich habe doch nur probiert zu reden, wie ihr alle redet. Glaub bloß nicht, weil du ein Fremder bist, hast du die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Verschwinde und lass dich hier nie mehr blicken. In echt? Einer, der das Maul aufmacht. Und das sollst du auch, Katerchen. Miau. Miau. Warum hast du das Pferd festgehalten? Ich habe kein Pferd gesehen. Nur ein Ziegenbock ist vorbeigerannt. Ein Ziegenbock, so so. Du scheinst gute Augen zu haben. Meine Augen sind nicht gerade schlecht. Pass auf, was du nicht machst. Ich werde kein Auge auf dich haben. Bitte, sitz! Schönen Kätzchen. Mann, hab ich einen Hunger. Du bist echt eine richtige Katze? Ein Kater, wenn ich bitten darf. Oh, hab ich's nicht gesagt. Den muss ich anbaggern. Ein cooler Typ. Na, etwas Neues von unserem Goldjungen? Yes. Ja. Nein. Ja. Psst. Mir nach. Ich gebe nach. Majestät, habe dein prächtiges Ohrfeigengesicht. Majestät, ich möchte mich scheiden lassen. Das ist ja schrecklich. Das ist ja schrecklich. Ihr verweigert mir eure Einwilligung. Ich bin von Herzen betrübt. Wo ist sie, die Arme? Meine Verflossene. Hübscheslich, also wirklich. Ich bin ja so unglücklich. Möge euch eine kurze Ehe beschieden sein. Eure Majestät, wir alle wissen, dass ihr der mieseste König seid, den unser Land je hatte. Uns alle beseelt nur ein Gedanke. Möget ihr morgen tot umfallen. Mir reicht's, schick das Pack nach Hause. Und wir
ehrwürdige Gäste. Unser König bittet Sie zu bleiben. Es war wie immer ein zweifelhaftes Vergnügen, Sie nicht zu sehen. Auf Nimmerwiedersehen. Ich kann Sie nicht mehr hören. Diese Unverschämtheiten. Königreich für ein Schiff. Ihr seid undankbar. Was würde jeder von uns dafür geben, an eurer Stelle zu sein? Ihr seid der Größte, mein König. Ihr allein habt die Macht. Das Volk betet euch an. Das Volk ist undankbar. Hast du nicht gehört, was der Kerl gesagt hat? Er hofft, dass ich bald sterbe. Aber das heißt doch, dass ihr euch ein langes Leben wünscht. Diese verdammte Sprache. Warum hast du sie bloß eingeführt? Deshalb. Mir reicht's. Schatzkammer ist doch voll. Nein. Nein. Schatzkammer ist noch lange nicht voll. Ich will mehr. Viel mehr. Den Goldjungen schickt mir der Himmel. Komm rein. Und ich dachte, ich kenne schon sämtliche Katzenrassen. Wie heißt er denn? Ich habe ihn Hinze genannt. Hinze? Hallo. Dann komm rein mit deinem Kater Hinze, Lorenz. Das ist ja nicht auszuhalten. Ah, da sind ja ganz nette Dingerchen dabei. Einen guten Blick hat er ja, den Kater Hinze, aber dann ist er ausdrucksweise. Immerhin, er bellt nicht. Schau mal nach dem Wasser. Miau, miau. Miau! Miau! Was war denn das? Vielleicht gelingt es ja Hinze, meine Katzen wieder zum Miauen zu bringen. Auf mich hören sie nämlich nicht. Der hat was ganz anderes im Kopf, als einen Lehrer zu spielen. Oh. Na nee. Das ist Elise. Sie bringt mir immer frische Milch für die Katzen. Und das ist Lorenz. Er wohnt für ein paar Tage hier. Solange dieses hübsche Mädchen hier nicht wohnt, siehst du mich sehr häufig. Was ist denn mit dir los? Na nü, na na. Oh. Bei mir brauchst du dich nicht zu verstellen. Gib mir Bescheid, wenn er weg ist. Mir scheint, ihr beide kennt euch bereits. Gesprochen haben wir schon miteinander. Aber verstanden haben wir uns nicht. Es ist nicht einfach, die Wahrheit zu verdrehen. Und warum tut sie es dann und du nicht? Mir macht das Gefängnis keine Angst. Was? Wer die Wahrheit sagt, kommt ins Gefängnis? Wirklich? Na, wo ist er?
dafür, dass du sie nicht leiden kannst, verdrehst du ganz schön den Hals. Also, wenn das so weitergeht, krieg ich einen Drehwurm. Dann mach doch einfach die Augen zu. Ich halte durch, bis ich weiß, was er diesem Gelunkensammler zu schaffen hat. Und was der schwarze Typ da treibt. Na, dasselbe wie du. Er beobachtet die beiden. Hier. Komm. Elise! Elise! Komm doch! Ey, Mann! Du nervst. Oh, ich muss dich warnen. Der schwarze Typ beobachtet dich. Und die Lumpensammler auch. Na und? Sollen wir doch glotzen? Hast du keine Angst? Na prima. Nett, dass du dir eine Rübe machst. Also, wenn die jetzt anfangen, miteinander zu quatschen. Spiel mal was. Auch das noch. Na, dann spiel eben mal nicht. Jetzt macht sie aber still auf. Yeah, 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 yeah. Badi, badu. Badu, bada, bada. Oh, nanu, nana. Wow, wow. Hallo, Baby! Aha. Besser wäre es, ihr hättet endlich eine Entscheidung getroffen. Mach, was du denkst. Gut, dann schnapp ich mir die beiden. Die beiden? Die beiden? Jeden Tag zu den wilden Katzen? Die sind nicht wild, die sind nur scheu und misstrauisch. Deshalb verstecken sie sich. Hey, was soll das? Schluss mit den Sprüchen. Sie sind verhaftet. Lorenz! Lorenz!
Hab ich dir wehgetan? Das tut mir leid. Es war nur zu deinem Besten. Hier bist du in Sicherheit. Und Tante Martha, wo hat man sie hingeschleppt? Das weiß ich nicht. Was habt ihr denn verbrochen? Nichts, verdammt nochmal. Tante Martha kann keiner Fliege was zuleide tun. Und was ist mit dir? Ich bin hier fremd. Das bin ich auch. Hast du Lorenz gesehen? Hast du ihn gesehen? Lass mich in Ruhe. Ich mache mir Sorgen um Tante Martha. Ist sie auch weg? Ob auch, weiß ich nicht. Sie ist nirgends zu finden. Hast du schon überall gesucht? Natürlich. Hältst du mich für blöd? Ich weiß nicht. Manchmal schon. Jetzt reicht aber, du Kreidevieh. Lass mich in Ruhe und hau ab. Nun hör doch mal zu. Wenn Tante Martha weg ist und Lorenz auch und hier liegen lauter Scherben, dann stinkt die Sache. Los, komm. Hey! Lass dich nicht so auf, Kater. Jetzt weißt du, wer der Boss ist. Na, dann such alleine weiter. Ohne mich wirst du nicht weit kommen. Bist du ein Sterngucker? So könnte man's nennen. Hier. Schau mal durch. Ich kann schon Sterne sehen. Toll, wie die glitzern. Du solltest sie mal in der Nacht sehen. Das würde ich gern. Du meinst, du kannst nachts hierher kommen? Kein Problem. Ich mach, was ich will. Und sorgst doch für dich selbst? Ich hab, was ich brauche. Auch Gold? Ist doch egal, wenn es keinen Wert hat, oder? Ich bin dein Freund. Und ich zeige dir jetzt etwas, aber du musst mir schwören, es niemandem zu verraten. Schwörst du? Ich schwöre. Mein Geheimversteck. Hier findet mich keiner. Hast du gesucht? Nein. Aber die Leute hier sind komisch. Hast du das noch nicht gemerkt? Doch, natürlich. Du kannst ihnen nicht trauen. Deshalb die Höhle. Es glitzert wie die Sterne am Himmel. Hier kann man alles verstecken, was keiner finden soll. Auch Gold. Und Tante Martha. Wir befreien sie und bringen sie hierher. Aus dem Gefängnis? Aus dem Gefängnis. Eine gute Idee. Ich wüsste jemand, der uns helfen könnte. Aber der will Gold, viel Gold. Er kriegt es. Dann komm um Mitternacht zurück und bring das Gold. Ich bringe den Helfer. Nichts. Alle beide wie vom Erdboden verschluckt. Ich wette, daran ist nur dieser blöde Kerl schuld. Lorenz? Genau. Ach, das bildest du dir bloß ein. Verteidige nur noch deinen Lorenz. Diesen Blödmann. Willst du nicht lieber nach Hause gehen? Deine Eltern werden sich... Lass mich in Frieden. Da sind Diebe! Einbrecher! Die schaue ich mir an. Geht nicht. So einer bist du also. Wartest, bis das Haus leer ist und willst dann klauen. Sag mir sofort, was du hier machst. Oder ich rufe um Hilfe. Wo ist Tante Martha? Wo warst du denn? Ich habe dich überall gesucht. Sag mir endlich, was du hier suchst. Wo ist Tante Martha? Sie ist verhaftet. Verhaftet? Ich weiß schon, wie ich sie befreien kann. Wie denn? Und wo denn? Ich suche was, das wie Gold klingt. Wie Gold? Ja, hey. Wenn man den Beutel schüttelt, muss es klingen, als ob Gold drin wäre. Ich verstehe nur Bahnhof. Mensch, es geht um Leben und Tod. Tante Martha sitzt im Gefängnis. Wo? Was?
Das könnte noch schwerer sein. Ich muss los. Ihr könnt mir ja die Daumen drücken. Ich komme mit. Ich auch. Verdammt, ich muss es alleine machen. Ich glaube ihm kein Wort. Ich schon. Wartet doch! Erschreckt. Alles in Ordnung? Was machst du um diese Zeit noch auf der Straße? Tante Martha ist verhaftet. Verhaftet? Da muss ich was tun. Geh nach Hause. Ich kümmere mich. Pünktlich bist du ja. Hast du das Gold? Wo ist er? Wer? Na, der Mann, der uns helfen will. Ach, der? Der ist schon drin. Geh du nur auch rein. Und lass den Beutel... Wie? Lass ab. Los! Los, beeil dich! Du wirst erwarten. Mit deinen dummen Fragen! Hier findet dich keiner. Elender Betrüger! Bleib da drin, bis du verfaulst! Bist du okay? Hinze, geh ein Stück beiseite. Hörst du? Beiseite gehen? Den hat's am Kopf erwischt. Hinze? Bist du da, Kater? Hast du dir wehgetan? Mein Kopf! Was war das für ein Sturm? Auf einmal ging alles so schrecklich schnell! Ist ja gut. Katerchen. Du, Lorenz. Ich glaub, ich hab den Kerl schon mal gesehen. Und deswegen kommen Sie um diese Zeit hierher? Also, ich kapier das nicht. Was soll dieser Vorschlag? Jetzt setzen Sie sich doch mal endlich hin. Sie machen mich ja total verrückt. Ich habe es Ihnen doch schon erklärt, an der Zahl der Gefangenen ändert sich nichts. Ändert sich nichts. Statt der Frau bekommen Sie einen jungen Mann mehr, der für Sie arbeiten kann. Na ja, vor Energie scheinen sie ja fast zu platzen. Also gut. Ich stecke Sie ins Gefängnis. Und die Alte kann gehen. Nein, ich bleibe. Himmelkreuz, Donnerwetter. Wenn ich sage, Sie gehen, dann gehen Sie gefälligst. In Ihrer Sprache heißt das doch, dass ich bleiben soll. Quatsch, hier im Gefängnis wird Klartext gesprochen. Sie gehen. Und der Lumpensammler kommt mit. Er bleibt. Dann bleibe ich auch. Aber Tante Martha, du wirst doch draußen gebraucht. So, jetzt ist aber Schluss. Und Sie verschwinden endlich. Aber schnell. Und du?
Was wird aus dir? Zum Teufel mit der Bengel! Setz ihm deinen Spitzel auf die Fersen. Am besten wäre es, er landet bei der ollen Katzenmutter im Knast. Dann holen wir uns noch den Lumpensammler und sind die Unruhestifter los. Ich hab's satt. Ewig diese Angst, dass uns jemand auf die Schliche kommt. Ruhe an Deck! Oder träumst du von einer Kombüse mit Gittern? So. Du wirst noch in die Suppe klatschen. Na, dann kriegt er mal was Kräftiges zum Frühstück. Finde ich echt super, dass der Lumpensammler dich aus dem Gefängnis geholt hat. Ja, ich fürchte nur, dass wir den schlecht bekommen. Warum? Er ist jung und viel stärker als du. Das scheint nur so. Aber da ist noch ein Geheimnis. Bei euch hat jeder ein Geheimnis. Sogar der Typ, der mich reingelegt hat. Der kennt den König. Das glaubt wenigstens Hinze. Fast hat es ausgesehen, als hätte der ihm was befohlen. Ich krieg's jetzt einfach nicht zusammen. Was macht so ein fieser Typ beim König? Tja. Der König, der hat sich sehr verändert. Wie verändert? Früher, da haben wir einmal im Jahr im Schlosspark ein großes Fest gefeiert. Mit dem König. Wir nannten ihn den Gütigen. Aber jetzt hat er sich schon lange nicht mehr gezeigt. Das werden wir ändern. Genau! Ich bring euch zum König! Wir gehen zum Schloss. Das war's dann wohl. Hinze? Sing ihn was vor. Miau. Der miaut wie in alten Zeiten. Ist verrückt, wenn das einer hört. Na los, beeilt euch! König. Ich guck mal da oben nach. Mein Koch.
Das Meer ist so blau, so blau, so blau. Sau, 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 so blau wie eine Sau. Hey, Kahlkopf! Das glaubt mir keiner! Das glaubt keiner! Nicht mal mir eine kleine Pause. Ich will nicht immer König sein. Hier ist doch sowieso nichts mehr zu holen. Genau, ich hab's satt. Ich will zurück aus mir. Ein großes Schiff mit einer schönen kleinen Kombüse. Wo nehmt ihr es her, das Schiff? Habt ihr vergessen, dass auf dieser Insel niemand mehr weiß, wie man Schiffe baut? Das waren doch eure ersten Befehle, Herr König. Erstens, alle Schiffe sind zu versenken. Zweitens, alle Bücher über den Schiffsbau sind sofort zu verbrennen. Ja, aber das hast du mir doch geraten. Damit keine Nachricht mehr an Land kommt, das war ein kluger Rat. Nur ein dummes Volk ist ein gutes Volk. Brr, von wegen Locken. Der König hat überhaupt keine Haare. Keine Haare? Ja, nein! Aber der König hat doch Haare. Nein! Ja, nein! Sperrt eure Augen auf! What shall we do with the drunken sailor early in the morning? Nichts für ungut. Ihr ergebener Diener. Na bitte, warum nicht gleich so? Mal,
Genau. Das ist doch unerhört. Muss ich mich denn immer um alles selber kümmern? Der Mann ist ein Idiot. Welcher Mann? Der Gefängnisdirektor. Ach, er hat es doch nur gut gemeint. Ein junger Mann kann besser zupacken als eine alte Frau. Gut gemeint. Der Mann ist ein Hornlaus. Wird sofort entlassen. Aber den Gefängnisdirektor entlassen, der weiß doch alles. Und die Alte? Was weiß die alles? Der Spitzel hat die Frau im Auge. Wir können sie jederzeit wieder verhaften lassen. Na klar. Damit auch der Letzte kapiert, dass wir sogar vor alten Leuten Angst haben. Au! Hey, was soll das? Das ist vielleicht ein Hammer. Der König ohne Haare. Und Hinze hat recht gehabt. Der Typ aus der Höhle gehört zum König. Uns muss was einfallen. Und zwar sofort. Hast du Kreide mit? Willst du jetzt malen? Nee, ich hab eine Idee. Der König trägt eine Perücke. Mann, das ist gut. Ja, klar. Der König trägt keine Perücke. Damit die es auch kapieren. Wo du recht hast, hast du recht. Und überhaupt, du bist echt klasse. Nanü, Nana. Wenn das keine Liebe wird. Der König trägt keine Perücke. Das heißt, dass der König eine Perücke trägt. Unverschämte Lüge. Der König trägt eine Perücke. Jawohl, so ist es. Und was bedeutet das nun? Was? Na, dass der König eine Perücke trägt. Das ist doch kein Verbrechen. So genau weiß ich das auch nicht. Ich spüre einfach, dass die Sache stinkt. Tante Martha muss sich den König ansehen. Sie kennt ihn doch. Sie würde merken, wenn da was nicht stimmt. Der König zeigt sie nicht mehr. Hast du ja gehört. Dann müssen wir ihn zwingen, sich zu zeigen. Wie willst du einen König zwingen? Super. Schön ist es hier. Hast du schon mal geküsst? Sonntagnachmittag, mit dem König ist nicht zu rechnen. Schade, ich würde so gern mal den König sehen. Das Konzert ist streng erlaubt. Streng erlaubt. Ja! Ein Konzert? Du bist die Hauptperson. Was? Ich? Na, dann erzähl mal. Elise, mach allein weiter. Oh. Hinze, hilf ihr.
Das mit dem Konzert ist keine schlechte Idee. Hier kennen sie noch nicht ein Instrument. Aber ob das den König herauslockt? Na, wenn es auf unseren Plakaten angekündigt wird? Komm. Mit. Komm, meine Kleine. Und ich soll den König erkennen? Du kennst ihn doch. Er hatte so schöne braune Locken. Aber vielleicht ist er mittlerweile grau geworden. Aber er trug doch eine Perücke, den wir gesehen haben. Vielleicht ist wirklich was faul. Wenn wir dahinter kämen. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Überall keine Plakate und der König ist nicht eingeladen. Aber das ist ja sehr schön. Ich werde sofort dem König Meldung. Ich will nie wieder von dir hören. Das war ganz schlechte Arbeit. Meuterei, Revolte! Das Volk will euch sehen. Es gibt Plakate. Plakate? Ja, das Konzert fällt aus. Auf keinen Fall Sonntagnachmittag. Mit dem König ist nicht zu rechnen. Wozu die Aufregung? Noch ist nichts passiert. Er hat uns gesagt, das Konzert fällt aus. Wir gehen zu dem Konzert. Der König zeigt sich dem Volk und wir sehen uns die Rädelsführer an. Machen es uns wahrhaftig leicht. Mit dem König ist nichts zu rechnen. Sehe ich denn wirklich aus wie der König? Nun stell dich nicht so an, sonst kriege ich den Leim nicht runter. Sei lieb und gib Pfötchen. Verscheißern kann ich mich alleine. Pfui, was ist denn das für ein böses Wort? Ich denke, alle Katzen sind wasserscheu. Sieht er nicht süß aus? Ihr seid alle beide ziemlich blöd. Na, 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 na. Will er sich umbringen? Vielleicht will er Weltmeister im Zeittauchen werden. Jetzt hol ihn aber raus. Sonst hat er beim Konzert einen Schnupfen. Steh auf, wenn dein König naht. Nur gut, dass wir euch das Regieren abgenommen haben, Herr König. Ihr seht doch gar zu mickrig aus. Das Volk
liebt nun mal einen glänzenden König. Wenn dieses Volk wüsste, dass es gleich zwei Könige hat. Hier sieht der falsche echt aus als der echte. Was doch der Knast aus einem schönen Menschen machen kann. Es ist nur gut, dass wir gerade vor dieser Insel untergegangen sind. Wenn es doch ewig schade bleibt. Um mein schönes Schiff! Ihr seid Seeräuber und bleibt Seeräuber. Ewig wird sich mein Volk nicht von euch täuschen lassen. Dein Volk wird mir morgen zujubeln. Ich bin dein König! Für alle Zeit! Jupp! Langsam, Leute, langsam! Der König ist an dieser Bühne nicht interessiert! Ich aus. Überzeugt. Es wurden alle nötigen Vorkehrungen getroffen. Keiner dieser Leute kommt in eure Nähe. Ich weiß nicht. Ich habe so ein flaues Gefühl im Magen. Wie vor dem Sturm. Meine Kehle ist ganz trocken. Mein Magen erst. Tante Martha hat dir Tee gekocht. Und ich habe ihn vergessen. Schnappst du dir den Bengel und das Katzenvieh? Die beiden fallen uns nicht länger auf die Nerven.
Na, ist es? Eine kahle Nuss ist er! Danke! Die Schrift an der Wand stimmt. Der König trägt eine Perücke. Wir fragen ihn mal, was doch alles falsch ist an ihm. Da! Haltet ihn! Der will sich verdrücken! Was soll das? Wo wollt ihr hin? Unser König ist der Falsche! Ich schwöre es! Du sagst die Wahrheit, bitte! Zum ersten Mal! Halt's Maul, blöder Köter! Bravo, bravo! Na weiter, weiter so! Bravo, bravo! Lass mich sofort raus hier! Ihr seid doch der Gefängnisdirektor. Bewacht euch gut. Ich bin selbst schuld an meinem Unglück. Hab mich vor langer Zeit nicht gerührt, als es galt, einen Menschen in Todesnot zu retten. Seitdem lastet ein Fluch auf mir. Steh still, holt mich der Tod. Aber diesmal hast du geholfen. Wir bringen dich wieder auf Trab. Der richtige König ist noch im Gefängnis. Ich kümmere mich. Ich hole ihn heraus. Sammler stirbt. Aber er ist doch schon wieder gelaufen. Seine Kraft reicht nicht mehr aus.
Kein Seemann kann schwimmen. Das ist es. Alle Mann an Bord! Hey, Vater! Ahoi! Ahoi! Anleck, wir müssen stopfen! Mensch, das Wasser steigt! Ich kann nicht schwimmen! Anleck, wir müssen stopfen! Stopp's mit deinem Arm! Männer, das war's. Ich bin ganz froh, dass fast alle Katzen den Weg nach Haus wieder gefunden haben. Ich vermisse sie sehr. Schön. Ich male dir noch ganz viele. Dann hast du wieder ein Zimmer voller Katzen. Und dann hast du ja auch mich. Kannst du bellen? Wow! Elise! Hello, Fans! Komm mit, Elise, ich zeig dir was. Gleich. Du hast dich selbst übertroffen. Schenkst du mir das Bild? Ich habe eine Idee. Lorenz, du wirst gebraucht. Und? Puste. Für Hinze. Ja, für mich. Genau richtig. Bei mir. Ich mag dein Floß. Alles besser wissen müssen, wir machen das, was wir wollen. Wer es nicht mag, kann sich verdrücken, habt ihr es endlich kapiert? Und genieren spielen wir hier unser eigenes Lied. Erfolg ist garantiert, bevor Mund beginnt. Befehle, dumme Ratschläge, passen uns nicht in die Kehle. Wir führen unser Leben, so wie wir das Leben sehen. Was ist falsch daran? Wir schauen uns an, haben halt unseren eigenen Plan. Wir ziehen unser Ding durch, ohne Angst und ohne Furcht. Und wir folgen dem Instinkt durch, kindliche Genialität geprägt. Verflitzt und zugenäht, wir wissen selber, wie das geht.
was uns nicht erlaubt ist, dann machen wir da wohl das Recht, denn nur so ist es gerecht. Und wer das nicht verstehen will, der hat eben Pech gehabt. Wir sind Herr jeder Lage, keine Barrikade, geht uns an den Kragen. Besser Witze, reine liegen uns so schwer im Magen. Denn wir können es nicht ertragen, dass man uns sagt, was wir zu machen haben und darum nehmen wir das Steuer selbst in die Hand. Elegant lösen wir die Fälle mit Bestand, vollgetankt mit Energie. Wie eine Batterie, Eigenständigkeit ist unsere Theorie. Haben halt eine eigene Strategie, ohne Philosophie, fernab von der Idiotie, die sich hier im Alltag breit macht.